Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zur dritten Folge FIFA 16 Karrieremodus mit dem HSV, vierte Staffel. Und heute gibt es die Bundesliga-Premiere und wenn wir es trikotmäßig schaffen, natürlich auch die Heimpremier-Trikot oder das dritte Trikot. Das Auswärtstrikot-Premiere gab es in der letzten Folge, zieht es euch nochmal rein, was war das geil, Copa Europa. Und natürlich haben wir noch ein bisschen was zu tun, bevor es jetzt sofort losgeht. Erstmal ein paar E-Mails. De Bock hat ein Angebot bekommen von Galway United, eine Laie. Eigentlich war, da müssen wir ein bisschen aufpassen, weil den habe ich irgendwo noch drin angeboten. Ich weiß nicht wo. So, Ayan, aus folgendem Grund können wir leider nicht zustimmen. Weder sind wir interessiert an dem von Ihnen angebotenen Spieler, das ist die Höhe. Also Ayan möchte ich eigentlich schon noch halten, beziehungsweise zu uns holen. Und biete jetzt mal 6 Millionen. Und siehst du, da war De Bock drin. So, und sag jetzt einfach mal... Oh mein Gott, dann kriegen die jetzt halt... Nein, obwohl, nee, warte mal, der hat einen Supermarktwert. Nee, nee, Moment mal. Nixe Duse da. So, 3 Millionen. Obwohl, der mir bei mich eigentlich schon noch behalten, muss ich ehrlich sagen. Ponce. Stieber, nee, möchte ich eigentlich auch nicht hergeben. Müller möchte ich eigentlich auch nicht hergeben. Ich möchte keinen hergeben, Leute. Was mache ich denn jetzt? Ich versuch's mal mit dem hier bei. So. ZM will ich ja eben, haben wir eh genug und will ein bisschen umbauen. So, Schuppermutting. Keine Wechsel möglich. Turnierpreisgeld 2 Millionen von Copa Europa, also noch mehr Kohle, Leute. Und was haben wir jetzt hier? Letzte Partie, danke, dass ich spielen durfte. Ja, habe ich auch nur gemacht, weil ich einfach Bock hatte. So, und wer in die letzten beiden Folgen nicht ganz mitverfolgt hat, neu dabei ist. Wie gesagt, wenn ihr jetzt unter die Kommentare Namensvorschläge reinhaut, bitte denkt dran, Ende der dritten Staffel habe ich euch schon darauf hingewiesen, da reinzuschreiben, was ihr denkt, was wir noch für den HSV brauchen. Und da habe ich darauf reagiert in der allerersten Folge dieser Staffel. Es kann sein, dass ich diese Transfersphasen, die ersten Folgen alle vorproduziert habe, weil ich ein kleiner YouTuber, ich muss das alles vorproduzieren. Ich kann nicht von Video zu Video gehen oder von Spiel zu Spiel. Leider nicht, sorry. Und es kann sein, dass ich deswegen nicht auf diese Kommentare reagieren kann, aber es ist eh schon fast safe, was wir machen, teilweise. Und wollen auch gar nichts mehr Großes ändern, deswegen große Vorschläge müssen wir nicht machen. Es gab so Vorschläge wie verkaufte Bräune oder so. Leute, da müsst ihr mal zuhören, was ich da wirklich im Video sage. Da habe ich klar und deutlich gesagt, dass De Bräune bleibt. Da braucht ihr nicht sagen, den und den und den und das und do. So, Durm versuche ich auszuleihen, vielleicht auch zu kaufen, je nachdem. Super Backup für LV und RV. Ayan ist noch eine Frage. Tar, bin ich noch gespalten, ob ich einen Tar hole oder lieber einen Ginter, muss ich ehrlich sagen. So, Marcos, Brauers, Logan, Hanslick haben uns schon verlassen, Jovinho und Luis Gustavo. Luis Gustavo war gut, Jovinho, weiß nicht, ob ich den Winterpause nicht schon wieder verkaufe, ob das nicht ein bisschen, doch, ein bisschen übertrieben war, den dazu zu holen, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war ein bisschen unüberlegt. Weil ich auch davon ausging, dass er OM kann. Das war eigentlich meine Idee, aber er kann nur LF und RF. So, aktuell ist aus Spanien... Wir überlegen hier immer noch ein Backup zu suchen für einen Sturm. So, Kavarei, können wir auch mal gucken. Ob wir da noch irgendwas finden? Nee, also RV, wenn ich Ayan kriege, bin ich eigentlich, brauche ich überhaupt kein RV mehr. Brauche ich auch nicht übertreiben, mega 1000 Stars zu haben. So, Transfersangebote für Ponce und Süle. So, Ponce, ein Jahr Leihe zu MSV Duisburg, finde ich gut. Machen wir mal. Ich glaube, als Backup brauchen wir nicht unbedingt dieses Jahr. Und Süle kriegt ein Angebot von 31 Millionen von FC Genua. Na, bin ich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen dagegen. Süle war Wackelkandidat in der Innenverteidigung, nicht so gut aufgepasst. Ich habe kein Problem mit Süle zu verkaufen und Ginter und Tat zu holen. Das wäre natürlich auch was. Wäre eine Idee. Ich sag einfach mal, passt auf. 45 Millionen, ja, wenn ihr es macht, kein Problem, dann hole ich mir Tar und Ginter einfach für das Geld. Wäre auch mal eine Idee, oder? So, De Bock leihen wir jetzt auch mal aus. Ich glaube nach Schottland, wenn ich richtig liege. So, das wäre mein Plan zumindest, was Süle angeht. Weil es, ehrlich gesagt, groß und ganz nicht ganz so mit ihm begeistert. So, Durm wollen sie nicht ausleihen. Und 16,5 Millionen ist mir zu hoch. Aber LV und RV ist genau das, was ich bräuchte. Aber 12 Millionen für einen, der nur Bankdrücker wird, finde ich ein bisschen unverschämt. Da tut er mir ein bisschen leid, ehrlich gesagt. Oh, Tar wird akzeptiert, Leute. Ich biete ihm meinen Vertrag an, aber ich guck mal, was mit Süle erstmal passiert. Noch bin ich nicht hundertprozentig sicher, ob ich das machen will, ehrlich gesagt, mit Tar. Muss ich ganz offen ehrlich zugeben. Deswegen schauen wir erstmal. Und existenzieller Spieler,
ist er eigentlich auch bei mir nicht. Oh, wichtiger Stammspieler. Wird er wahrscheinlich meckern, aber ich mache es trotzdem jetzt erstmal. Man weiß nie. Manchmal hat man auch Glück. Man kann sich drüber freuen, ne? Dass es doch dann angenommen wird. So, aber es wird keine neuen Spieler zum Saisonstart geben, außer die, die wir eh in der Winterpause geholt haben. Gervinho und Luis Gustavo. Wir gucken mal, was noch so Spannendes gab. Manchester City schwankt zwischen Pogba und Verratti. Augsburg hofft, Walter bald zu verpflichten. Was haben wir hier noch? Hohe Erwartungen an Dupetant Escalante. Karius, ich will hier weg. Das tut natürlich den Mainzern weh. Der will da weg. Wolfsburg will einen Platz unter den besten Europas. Platz 5. Also ich glaube, das wird die spannendste Saison überhaupt. Und ich hoffe, dass ich meinen Traum erfüllen kann, als Let's Player zum allerersten Mal mit diesem Kader deutscher Meister zu werden. Das ist mein großes Ziel. Und wenn wir dann mehr Spiele gewinnen als nicht, ich weiß nicht, vielleicht verlieren wir auch mehr. Ich bin da sehr gespannt. So sieht es aus in dieser Saison. Alle beginnen natürlich mit 0 Punkten. Köln, Leverkusen, Gladbach, Bremen, Dortmund, Augsburg, Bayern, Ingolstadt, Frankfurt, Hamburg SV, die wir sind, Hannover 96, Hertha, Mainz, Schalke, Hoffenheim, Stuttgart, Bochum und Wolfsburg. Das ist die Bundesliga. Und Leute, nächste Folge ist auch schon Knaller, muss ich jetzt schon mal ankündigen, weil dann gibt es Qualifikation der Champions League, ja, gegen Shamrock Rovers Hinspiel, das wird schon der Oberhammer. Scoreboard habe ich extra schon eingetragen. Und dann kommt schon das Nordderby gegen Bremen und dann kommt schon das Rückspiel. Also das sind schon so krasse Spiele. Ach so. Und ich muss noch das Deutschland, und ich muss jetzt, und das mache ich jetzt hier live vor euren Augen, ich verlasse Deutschland. Das habe ich ja schon in der dritten Staffel angekündigt. Und muss jetzt mal kurz gucken, wie ich das nochmal mache. Wo mache ich das denn nochmal? Da, Rücktritt Nationalelf. Yep. So, habe mich ja dafür entschieden, dass ich entweder für Rest der Saison mich nur für den HSV konzentriere, außer ich kriege so ein Angebot wie Wales. Wales wäre mein großer Traum zu trainieren. Vielleicht klappt es ja. Und Deutschland aber möchte ich nicht bei der EM nochmal verteidigen. Und gut, jetzt gucken wir mal. Oh, Riedewald ist... Die Karten werden übernommen. Das ist aber mir neu, ehrlich gesagt, dass Karten dann übernommen werden in die neue Saison. Der hat jetzt schon hier seine vierte gelbe Karte anscheinend am Start. Okay. Je nachdem, wie das ist. Und wir sehen hier natürlich, es gibt noch zwei, drei Spieler, die wir ausleihen wollen. Ansonsten ist der Kader halt nur mit super Spielern belegt, aber breit an sich ist er nicht. Ne? Wenn man mal müde Spieler hat, dann wird es schon knapp mit der Geschichte. Schmadtke tritt als Deutschlandtrainer zurück. Das hatte ich in der letzten Saison schon tausendmal angekündigt. Deswegen habe ich jetzt Schmadtke nicht mehr Trainer von Deutschland. Schmadtke ist heute nach einem Treffen mit dem Präsidenten des Fußballverbandes Nationalstadions zurückgetreten. Der Fußballverband von Deutschland veröffentlicht dazu eine Pressemitteilung. Der Fußballverband von Deutschland bestätigt den heutigen Rücktritt von Schmadtke. Also das bin ich ja, ne, als Trainer von Deutschland. Im Weiteren heißt das, der Rücktritt ist Konsequenz aus einem Treffen des Vorstands und Fußballbands mit Schmadtke, bei dem die nächsten Schritte nach der Dimension von Schmadtke besprochen wurden. Die Mitteilung endet folgendermaßen. Nach dem mehr als einstündigen Meeting wurde der Rücktritt von Schmadtke akzeptiert und er wird seine Arbeit als Trainer von Deutschland in sofortiger Wirkung beenden. Wäre natürlich toll, Stolz und Hennings da weiterzuführen, aber mir fehlt so ein bisschen jetzt langsam die Herausforderung. Ich möchte gerne ein bisschen was anderes machen in diesem Ding. So, Heimpremiere mit dem Trikot möchte ich gerne haben. Deswegen machen wir die doch mal hier knallgelb, die Hoffenheimer. Und gucken mal, wer hier in Hamburg eigentlich anfangen darf. Ich denke mal auf jeden Fall Sané. Ja, der hat ja kaum spielen dürfen im Copa-Europa-Spiel. Koreas Gesetz. So, De Bruyne, glaube ich, fängt für Stolz an. Holtby, glaube ich, fängt auch nicht von Anfang an. Bringe ich Götze. Und Emre Can darf spielen, aber der ist auch schon angeschlagen. So, Gervinho bringe ich jetzt mal... nee, so viel will ich da auch noch nicht ändern. Und dann gucken wir mal, ob er noch, nee, ich bin eigentlich schon zufrieden mit dieser Bank. Sturm, wie gesagt, im Sturm gucken wir wirklich mal noch, ob wir einen leihen können oder einen alten Spieler kaufen können, wie Jonas oder so. Ich glaube, das wäre schon nicht schlecht. Überlege ich mir mal noch. So, dann habe ich Luis Gustavo eventuell oder Stolz für Emre Can. Wer müde ist, später Gervinho eventuell für Costa. Coman oder so für Korea, das ist bisher der Plan der Müdigkeitsspieler, zumindest erstmal. So, Rodriguez habe ich auch noch, den könnt ihr auch noch einsetzen. Aber jetzt spielen wir erstmal so. Rolle, De Bruyne sollte eigentlich nicht Kapitän sein. Da bin ich eher für Emre Can, der ist aussagekräftiger. Und ich würde sagen, warum nicht jetzt endlich reingehen? Trikotpremiere mit dem Heimtrikot der vierten Saison. Saisonstart, Saisonpremiere, Bundesliga-Premiere zwischen Hamburg SV und die TSG. Oh.
Arena Start im Volksparkstadion. Heimpremiere gleich in der Bundesliga-Premiere vierten Saison. Hamburg SV empfängt die TSG. Da freue ich mich schon ziemlich drauf und ich glaube, ihr euch auch. Ja, wir wollen natürlich den Titel haben. Das ist mein großes Ziel in diesem Jahr. Ich habe jetzt leider für mich selbst als Kommentator nicht alles notiert, was Hin- und Rückspiele angeht. Ich kann euch nur sagen, das Hinspiel ging 0-2 für Hoffenheim aus. Das Rückspiel, das habt ihr in dem Thumbnail schon gesehen oder in der Beschreibung steht es auch immer drin, weil ich liebe solche Daten und Infos und ich hoffe, ihr genießt das auch. Aber bei mir gibt es ja nicht bei allen YouTubern. So, wir sehen, Hamburg SV spielt mit Tim Hennings natürlich im Tor, ist gesetzt, definitiv auch für die Champions League dieses Jahr. Riedewald, Süle, Bellerin, Shaw da hinten, Emre Can, Götze, Sané, Costa, De Bruyne und Correa. Wie gesagt, in Verteidigung könnte sich noch was ändern. Die werden eventuell noch Konkurrenz kriegen und De Bruyne wird auf die Probe gestellt. Wenn er dieses Jahr nicht gut spielt oder dieses halbe Jahr, bin ich ganz dreist und dann geht er weg. Bisher hat er nicht überzeugt, warten wir aber mal noch in Ruhe ab. Seferovic und Salah da vorne bei Hoffenheim, gerade im Tor, ansonsten sehe ich da keine... Doch, Escalante ist ja der neue Mann bei Hoffenheim, den haben die ja geholt, glaube ich, für ein paar Millionen. Der Dubitant heute bei den Hoffenheimern, ansonsten hat sich bei denen auch nichts Großes geändert. Heimpremier-Trikot gibt es auch noch. Das habt ihr gebotet in Folge 57 der dritten Staffel. Und Polanski heute nur auf der Bank. Hoffe, es gefällt euch. Ist mal was ganz anderes mit der blauen Linie drumherum. Ist gewöhnungsbedürftig, aber es macht Spaß, finde ich, auch mal was anderes zu erleben. Auch eine andere Rothose, Handspiel von Bellerin. Eine andere Rothose ist diesmal drin, die ich von 4.15 noch erstellt habe. Wollte mal diese komischen schwarzen Streifen an den Socken irgendwie bloß haben. Salai. Und Seferovic kommt da schon durch und es ist wieder Bellerin, der hier den Freistoß für Hoffenheim rausholt. Wir wollen so lange wie möglich zu Null spielen, so lange wie möglich die Null bei Niederlage halten. Bisher sieht es aber eher nach Tor für die Hoffenheimer aus. Mal gucken, was jetzt hier geht. Der Freistoß direkt, aber rüber. Nicht das Beste. Götze ist nämlich in der Kopfballstärkste und er wird da angepeilt bei dem Abschluss. Bisher ist der HSV noch nicht im Spiel drin, was mir gar nicht so gefällt. Zu viel, weil die Holpi so nicht rausnehmen sollen. Vielleicht haben zu viel geändert. Seferovic. Siebte Minute. Nächste Mini-Chance für die Hoffenheimer, die hier gut starten. Kevin Volland in Real Life jetzt bei Leverkusen. Hier natürlich noch bei den Hoffenheimern. Da sieht man nochmal den Freistoß, der rüberging. So, Hennings peilt wieder Götze an. Das ist auch Teil des Planes. Aber wieder wird das nichts draus. Jetzt bekommt De Bruyne den Ball. Emre Can. Costa. Correa. Und da ist Sané gestartet. Der soll Goalgetter dieses Jahr werden. Ich will deutscher Meister werden und er soll Goalgetter werden. Das ist mein großer Wunsch. Und Correa. Kein Abseits von Emre Can. 1-0. Da wird getanzt. Ein auf Roboter. Emre Can mit dem Törchen von De Bruyne und Correa vorgelegt. Erste Aktion vom HSV und da gibt es schon Torjubel. Kim Jin-soo. Gute Flanke. Aber Hennings, der wird, glaube ich, immer stärker. Der wird bald... Der neue Neuer, der wird kaum besiegbar sein in Zukunft. Das ist das Tolle an ihm. Aus der eigenen Jugend. Jetzt Sané. Spielt das gut auf Douglas Costa. Kommt jetzt das 2-0 bei der zweiten Aktion. Das wär's doch. Super gemacht auf Sané. Aber Gral ist da. Zweite Aktion erst. Und schon muss Hoffenheim bangen. Also, wie gesagt, Leute, ihr dürft das nicht mehr mit der Realität vergleichen. Ich vergleiche mich jetzt hier mit den FC Bayern. Ich möchte deutscher Meister werden. Das ist wirklich mein Ziel. Costa. Gute Flanke. Kral ist wieder da. Shaw. Ah, das geht besser. Redewald. Bellerin. So, Costa. Bisschen lang gewartet, aber Bellerin kriegt den Ball und Costa kriegt ihn wieder zurück. Costa setzt sich dagegen alle durch. Costa setzt sich immer noch durch. Und dann geht er die Ecke, weil Shea zuletzt dran ist. Costa die 18 bei uns. Und Emre Can hat das erste Tor in dieser Saison geschossen. In der Bundesliga, dieses Ding hier nämlich.
De Bruyne. Shaw, wieder De Bruyne. Kevin De Bruyne. Emre Can, der Torschütze. Und das ist Costa. Und der, wie der hier trippelt, das gibt's doch gar nicht. Und Kral macht hier einen auf Oliver Kahn. Man sieht hier einen komplett anderen HSV wie in der letzten Saison. Obwohl es ist kein neuer Spieler dabei. Nur mal so nebenbei, Leute. Aber ist schon krass, wie wir schön miteinander Fußball spielen. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich endlich mal entschieden habe, nicht wieder das ganze Team umzukrempeln, wie sonst ich das gerne mache. Weil das Team sich einfach noch kennt. Und gut zusammenspielen kann. Bellerin. Bellerin bleibt da dran. Macht da gut. So, kein Abseits von Sané. War nicht die beste Idee, aber De Bruyne bleibt dran. De Bruyne. Oh, schade. War eine gute Idee, dadurch zu tunneln, aber natürlich kann er nicht ein Spiel dadurch tunneln. Oh, da war Shaw leider noch dran, sonst war es echt eine peinliche Aktion von Salah in der 38. Minute. Und Shaw bekommt hier die Pille. Bleibt da sogar im Zweikampf dran. Macht da richtig gut, Shaw. Bleibt auch da dran, leider nicht. Aber er setzt sich durch und beweist, ich bin hier der Richtige fürs LV. Gab ja ein paar, die meinten, kauft ihr den und den auf LV. Eigentlich war er, ich habe gar nicht geplant, ihn da rauszuhauen. Auf der Position. Ich sage nur, weil Marcos jetzt zu 18 München gewechselt ist und wir einfach schwachen Backup für die Position haben, bräuchten wir noch was. Und jetzt direkt Sané den Ball. Correa ist flink und der will auch mehr Tore in dieser Saison schießen. Correa wird da noch gestoppt, kriegt die Pille aber wieder. Und da ist Kral wieder da, das gibt's doch gar nicht. Meine Herren, was ist denn hier los? Emre Can. Oh, das war mal nicht gut. Sein erster Fehler. Nachspielzeit läuft von 3 Minuten. Severovic auf Kim. Und Bellerin, klasse gemacht. Jetzt ist Correa leider am Abseits. Aber Sané nicht mehr. Die große Chance fürs 2:0. Sané spielt das gut und da kommt es. 2:0. Correa macht es und es wird wieder mal getanzt. Diesmal anders von Angel Correa das 2:0. Und das ist schon mal bisher Stand der ersten Halbzeit. Super Saisonauftakt. Heimtrikot, das neue, bringt uns anscheinend Glück. Aber wir haben auch letztes Jahr und vorletztes Jahr eine gute Saison gestartet. Am Ende war es dann doch nicht so prickelnd. Also bleiben wir alle mal auf dem Boden noch. Ja, das ist auch ganz wichtig. Correa mit der 29 zum 2:0. Wir werden kaum Geld, zumindest ist das der Plan, ausgeben. Wir werden also noch sparen. Das ist auch noch ein Bonus. Aber die Finanzspritze und die Aktion der Winterpause hat dem HSV sportlich gesehen verdammt gut getan. 2:0 im Premierenspiel der Bundesliga 4. Saison für den HSV durch Emre Can und Angel Correa. Ja, Angel Correa gefällt mir auch im Nachhinein jetzt betrachtet immer mehr als Marcinal und Dybala. Und wir sind das, weiß ich nicht, Samstag-Topspiel oder Freitagsspiel oder was auch immer. Auf jeden Fall gibt es keine anderen Spiele. Und wir sehen hier schon, es gibt schon ein paar müde Spieler, die waren vom Hinspiel schon oder vom Spiel des, Copa Europa ein bisschen müde. Deswegen überlege ich gerade, wie ich umändere. Und ich glaube, entweder Rodriguez oder Luis Gustavo. Was denkt ihr? Rodriguez möchte natürlich jetzt nicht untergehen lassen. Deswegen, ich glaube, ich bringe ihn. Luis Gustavo ist für mich eh nur als Backup geplant. Ne? Also, wenn er hier denkt, er kommt jetzt hier super. Er kann natürlich ein super guter Spieler, wichtiger werden. Dann plane ich natürlich weiter, ganz klar. Dann ist er auch Stammspieler. Das kann schnell bei mir gehen. Aber aktuell plane ich nicht damit. Ich möchte lieber einen Xabi Rodriguez und einen Stolz und so vorankriegen. Ich möchte viel Jugendarbeit machen. Noch mehr jetzt mit diesen Stars. Ist das auch möglich, Kurosawa und so weiter spielen zu lassen? Ist mir ganz wichtig. Mal gucken, was jetzt geht, was Xabi Rodriguez aus der eigenen Jugend Riesenpotenzial, 16 Jahre alt, erreichen kann. Bellerin verliert erstmal die Pille hier. Kim. Götze. Sané sieht, dass De Bruyne gestartet ist. Wird das noch ein höherer Sieg für den HSV? De Bruyne macht das schon mal richtig gut hier. Spielt das ordentlich auf Sané und Kral ist wieder dran. Wunderbar. Es ist ein schöner Saisonstart, den ihr hier genießen könnt, meiner Meinung nach. De Bruyne. So, Luis Gustavo sortiert sich schon mal ein bisschen offensiv ein. Und der spielt das richtig gut. Auf Götze! Und Kral ist dran. Also man muss hier wirklich sagen, von dem, was der HSV hier leistet, müssen wir 5-6-0 hier gewinnen. Und Hoffenheim sollte sich Sorgen machen für den Lauf der weiteren Spiele der Saison. Nächste Ecke für den HSV. Bisher haben die lange nicht funktioniert, deswegen mache ich jetzt eine kurze. Costa auf De Bruyne.
De Bruyne. Und das war gar nicht so geplant. Eieiei. Flanken ist also auch nicht sein Bier. Aber er macht kein schlechtes Spiel. Also, das war jetzt mal richtig gut. Süle ist noch vorne dabei gewesen. Süle spielt das gut rüber auf. Ah, Luis Gustavo. Da muss er gegen 2-3 noch ran. Und jetzt gibt es nochmal Ecke bei Kaderabek. Kaderabek noch dran ist. So rum. So, wir machen den nächsten Wechsel. So, hinten die Abwehr ist auch saumüde. Aber ich will jetzt einfach mal wissen, wie der tickt und bringe deswegen Gervinho jetzt mal ins OM. Er kann es eigentlich nicht, aber eigentlich habe ich gedacht, er kann es. Deswegen habe ich ihn eigentlich geholt. Er sollte eigentlich Backup-Spieler für Costa werden und für De Bruyne und für, ja, alles in diesen Positionen eben. Wenn nicht, müssen wir ihn halt immer rüberschalten ins RV und LV. Feiert er jetzt seine Hamburger Premiere noch. Gervinho spielt jetzt für, weiß nicht wie viele Millionen in China in Real Life. Mal gucken, was er hier so zeigt, ob er Backup bleibt oder ob ich ihn dann schon wieder verscherble. Ist umsonst gekommen. Hab da ein bisschen was anderes erwartet, muss ich zugeben. Aber mal gucken, vielleicht war die Entscheidung im Endeffekt dann doch nicht so blöd im Laufe, rückblickend auf diese Saison. Da versucht er schon mal anzugreifen. So, wir gehen jetzt mal auf Konter, weil Hoffenheim versucht jetzt alles zu geben. Geht, macht auf, will das 2-1. Wir wollen aber die 0 halten. Das ist das Ziel. Und jetzt kommt vielleicht Hoffenheims Chance und die 0 bleibt nicht da. Utsch mit dem 2-1. Hennings geschlagen. Das verletzt mich jetzt doch ein bisschen und macht mich traurig. Ich muss ganz offen ehrlich sagen. Ja, Mann. Ich wollte unbedingt so 0 spielen und mehrere Spiele. So ein Kack aber auch. Shaw und Riedewald, die da nicht ganz dran sind an dem Mann, wie sie sein sollte. Eigentlich mehr Riedewalds Aufgabe, glaube ich, gewesen. Und Shaw musste dann da aufmachen oder rangehen. Eieieiei. Schade, wirklich schade, dass wir das Thema schon abhaken können. Schneller Freistoß eventuell, ja, von Rudi und Hoffenheim. Kjaerbeck, und wo ist da Luke Shaw auf seiner Position mal wieder? Utsch, der das Tor zum 2-1 macht. Ach, du musst jetzt aufpassen, Seferovic und Hennings. Nochmal Ecke. Es wird nochmal spannend. Kommt noch das 2-2 und doch noch ein Fehlstart in dieser Bundesliga-Premiere vierten Saison? Fragezeichen. Ecke, Hoffenheim, Gralis mit vorne. Schlechte Ecke, die hat Hennings. So, was macht Hennings? Gral rennt los. Wir könnten jetzt eigentlich bis zum Mittelfeld rennen und das Tor machen. Dann wäre es entschieden. Das muss jetzt mal ein bisschen schneller gehen. Dauert alles wieder viel zu lange. Und jetzt Götze und Pikachicic ist dazwischen. Ist das bitter, dass man das nicht nutzen konnte. Das hätte man alles ein bisschen machen, besser machen können. Escalante, der neue Mann. Bisschen untergegangen in diesem Spiel. So, Nachspielzeit läuft. Es war doch am Ende noch ein knappes Spiel. Wenn wir das jetzt gewinnen sollten, Riedewald gewinnt Kopfball. Luke Shaw raus auf Gervinho. Gut gespielt nochmal. Rodriguez auf Gervinho. So, Sané ist im Abseits. Deswegen kann ich da nicht passen. Jetzt bekommt er eventuell nochmal die Pille. Nee, Gral. Und dann müsste es gewesen sein. 5 Minuten von 3 Minuten Abpfiff. Ist es jetzt. Und wir gewinnen doch am Ende sehr, sehr knapp, obwohl wir eigentlich von den Chancen her 6-0 hätten gewinnen müssen. Leider nur 2-1, ein Gegentreffer gab es. Traurig. Und schauen wir mal, wie es gegen Bremen läuft. Wenn wir da gewinnen, dann kann man schon sagen, wenn wir natürlich auch die Champions-League-Qualifikation knacken, können wir schon sagen, dass mir die Saisonauftakt super gelungen ist. Aber ein paar Ecken und Kanten gab es noch, finde ich, beim HSV, wo noch ein bisschen dran arbeiten müssen und vielleicht wirklich mit Gervinho und Luis Gustavo, die haben ja individuell gute Leistung gezeigt, aber ob sie ins Team wirklich reinpassen, da bleibe ich mal dabei, dass ich das anzweifle. Aber es bleibt mal gespannt bei der ganzen Saison. Bleibt dabei, abonniert mich. 2-1 gewonnen im ersten Spieltag. Eigentlich am ersten Spieltag, ja, ich habe mich gerade ein bisschen verlabert. Und wir waren das Auftaktspiel, was ein bisschen komisch ist, und eigentlich tut der deutsche Meister immer das Auftaktspiel liefern. Diesmal aber wir, deswegen sind wir Tabellenführer, ich kann euch leider noch nichts zeigen. Wir machen noch 2-3 Arbeiten und switchen einfach dann mal weiter und gucken, wie es dann aussieht. So, Tusky wurde durchgescoutet, aber wie gesagt, ich habe mich schon entschieden, wenn die Möglichkeit besteht, dann Tah oder Ginter. Wenn Süle wirklich genommen werden soll, das Riesenangebot, dann hole ich Tah und Ginter. Zumindest mein Plan. So, Kimmich. Schade, dass er hier noch nicht dieses Innenverteidigungsthema hat. Der ist aber mit Stärke 80 auch schon richtig gut dabei, ne? Wäre vielleicht auch wirklich meine Idee. Schade, dass er hier nicht die Innenverteidigungsmöglichkeiten hat. Wie er eigentlich im neuen Upgrade hat. So, Saido hat ein Angebot bekommen. Ich will ihn loswerden, annehmen. Das ist völlig in Ordnung.
weg damit zu More Camp, ist glaube ich, weiß nicht, Australien, so. Ayan ist immer noch unakzeptabel. Weder sind wir interessiert an dem Spieler noch an dem Geld. So, Demirbay möchten sie nicht haben. So, Ayan zu kriegen, wird wohl nicht klappen. Im schlimmsten Fall hole ich doch Durm, Tah und Ginter, wenn Süle geht. Ja, also ich überlege mir das jetzt alles mal. Ich mache jetzt mal hier die Möglichkeit und sag jetzt einfach mal, passt auf, ihr kriegt den Müller oder Stieber, könnte ich noch machen. Ich bin mir unschlüssig, ehrlich gesagt. Die anderen hier möchte ich alle nicht hergeben. Besonders die Jugendabteilung da oben möchte ich nicht hergeben. So, ihr kriegt mal den Müller. Und warte mal, das haben wir gesagt, 3,3 Millionen und bieten aber 4 Millionen. So, mehr will ich aber nicht ausgeben. Wird schwierig. Vertragsverlängerung von Malacic ist gelungen. Das ist schon mal die gute Nachricht. So, jetzt klicken wir mal noch ganz kurz weiter. Und das machen wir in der nächsten Folge. Das Ganze durchgehen und gucken mal, ob jetzt die ganze Bundesliga gespielt hat. Wollen wir natürlich wissen. Und seht hier übrigens eine Champions League Qualifikation. Nächste Folge, Leute. Und wir sehen Dortmund gewinnt 4:1 gegen den Aufsteiger VfL Bochum, deswegen Tabellenführer Leverkusen auf Platz 2 mit 3 Punkten, die gewonnen haben, 2-0 gewonnen, entweder gegen Gladbach oder Mainz, Hannover hat ebenfalls gewonnen, entweder gegen Gladbach oder Mainz, das sage ich jetzt nur, weil ich das so sehen kann am ersten Spieltag, Bremen ist vor uns, das gefällt uns gar nicht, auf Platz 4 mit 3 Punkten, Bayern ist vor uns auf Platz 5 mit 3 Punkten, Wiesn auf Platz 6 mit 3 Punkten, Schalke auf Platz 7 mit 3 Punkten, und Frankfurt, Hertha, Stuttgart und Wolfsburg, die spielen noch ein bisschen, alles ein bisschen durcheinander noch gerade, durch die WM wahrscheinlich. Also das Spiel gegen Bremen ist schon ein Knallerspiel, ja, in der übernächsten Folge. Da brauchen wir 6 Punkte, ganz klar, denn die scheinen auch einen guten Saisonstart hingelegt zu haben. Das war's in dieser Folge. Nächste Folge gibt's wieder einiges mit Kaderplanung und natürlich Champions League Qualifikation. Leute, schaffen wir es überhaupt in die Champions League oder müssen wir wieder Titelverteidiger der Europa League in die Europa League? Ich will Champions League spielen, ganz klar. Also seid dann dabei, das würde mich freuen. Bis dahin, tschüss!